Mit einer Ausweitung der Jagdzeiten wird die erforderliche Reduktion des Schalenwildes noch schwieriger werden, als sie ohnehin schon ist. Hoher Jagddruck und vielfältige Freizeitaktivitäten wie Mountainbiken, Geocachen haben das Wild schon so scheu gemacht, dass es überwiegend nachtaktiv ist. Das erschwert die Sichtbarkeit und das erschwert natürlich auch die Bejagbarkeit. Vor allem in den Wintermonaten Januar, Februar, März muss die Jagd unterbleiben. Vor allem Bewegungsjagden sind ein No-Go. Rehwild, Rotwild, Dammwild reduziert in dieser Zeit den Nahrungsbedarf ganz gewaltig und Störungen beeinträchtigen das. Mit einer Ausweitung der Jagdzeiten werden wir also genau das Gegenteil dessen erreichen, was wir wollen. Das Wild wird schwerer bejagbar und die Wildschäden am Wald werden steigen.